So, ich begrüße euch zum nächsten Talk heute Nachmittag zum Thema Guerillapädagogik in der Informationstechnik, wie Primarschülerinnen ein Passwort cracken. Der nächste Talk wird Harald von Waldorf uns vorstellen. Er ist Informatiker einer Schweizer Forschungseinrichtung und wird uns jetzt über dieses spannende Thema berichten. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, ich freue mich, dass so viele Leute sich von dem catchy Titel verlocken lassen haben, hierher zu kommen. Ich hoffe, dass nicht allzu viele nur gekommen sind, um zu lernen, wie man Passwörter crackt, weil das ist tatsächlich nur ein klitzekleiner Teil gewesen in der ganzen Aktion. Worum geht es? Es geht um einen Kurs namens Computerdetektive, den ich zusammen mit Ranjan Betz, der hier auch im Publikum sitzt, gehalten habe am GZ Seebach letztes Jahr von September bis Dezember. 12 Termine, jeweils 2 Schulstunden und die Klassenstufen 4 bis 9, so 10, 11-Jährige hauptsächlich. Zuerst mal möchte ich darüber reden, was uns überhaupt motiviert hat, das zu tun, wieso macht man sowas und dann einfach nur eine Art Parfumsprit euch zu bieten durch das Programm, was wir mit den Kindern auch gemacht haben. Warum machen wir das? Digitale Bildung ist in aller Munde, jeder hat schon gehört, besonders Leute mit Kindern, Lehrplan 21, es wurde gerade eingeführt, Medien- und Informatikunterricht in diesem Schuljahr für Primarschüler der Klassenstufe 5. Da gibt es viele Medien zu berichten. Und die Stadt Zürich hat sich auch nicht lumpen lassen. Da wurden bisher, also da werden 7 Millionen allein für Tablet-Computer ausgegeben und bestimmt noch mal was in der Größenordnung für die dazugehörige Infrastruktur. Das interessiert mich natürlich als Informatiker. Wenn man sich das allerdings anschaut, wenn man sich die Lehrmittel anschaut, wenn man sich anschaut, dass das Gerät auch anschaut, was dort geliefert wurde, dann damit war ich nicht ganz zufrieden. Was man hier sieht, das ist so ein Konzept, was immer wieder auftaucht, eines der zentralen Konzepte für Medien und Informatik in der Schule, das sogenannte Darkstuhl-Dreieck. Das steht hier jetzt Beispiel Bilder, das ist der ganze Lebensraum, eine anwendungsbezogene Perspektive, also Bedienung von Bildverarbeitungsprogrammen, wie wirkt ein Bild, nachdem aus welcher Perspektive es aufgenommen ist, oder auch ein bisschen technischer, was sind eigentlich Bitmaps und wie wird der Farbraum dargestellt. Da stellt sich mir die Frage, ja, das passt nicht so ganz, sollte nicht ein Großteil dessen überhaupt in den Kunstunterricht zum Beispiel gehören oder im Zeichenunterricht. Stellt sich aber raus, dass tatsächlich dieses, was man hier als Beispiel nehmen könnte, Bilder, nimmt tatsächlich 20% des gesamten Umfangs, ein ganzes Kapitel des Lehrmittels ein. Also es ist durchaus ernst gemeint. Ja, darüber will ich so viel nicht mehr reden, über Kritik. weil es ist ja auch schwierig. So, was wollen Eltern? Aus der Elternperspektive, ich habe auch Kinder in dem Alter. Man ist daran interessiert, dass sie tragfähige technische Grundlagen haben, dass sie sich mit dem Zeug auskennen, dass sie Sachen beurteilen können, dass sie wissen, wofür sie es nutzen können, wofür besser nicht vielleicht, dass sie das Gefühl haben, sie können damit souverän umgehen und dass sie das als ein Tool nutzen, um ihre eigene Kreativität zu entwickeln, dass sie bestimmen, was die Maschine macht und nicht, dass die Maschine bestimmt, was sie machen. Weiterhin ist man natürlich interessiert an Sicherheit, Datenschutz, Privatsphäre, Schutz vor Angriffen, Identitätsdiebstahl, die bösen Männer, die Kinder über soziale Netzwerke irgendwie locken, Betrug natürlich, Datenklau, sowas möchte man vermeiden. Eine weitere Perspektive ist die gesellschaftliche Perspektive und ich glaube, da renne ich hier offen Türen ein. In dem Umfeld, also Digitalisierung durchdringt alle gesellschaftlichen Bereiche und als Gesellschaft habe ich den Eindruck, wir sind generell überfordert, sonst bräuchte es vermutlich auf diesem Kongress gar nicht. In der Tagespolitik sieht man unzählige Diskussionen, wir haben gerade die E-Voting-Debatte, wir hatten die Netzsperren, die sogenannten, im Zusammenhang mit dem Geldspielgesetz, wir haben jeden Tag praktisch einen neuen Überwachungsskandal von Google und Facebook. Man stumpft richtig ab. Also ich bin noch dabei, die letzten 3 Facebook-Skandale zu bearbeiten und kann mich da gar nicht drüber aufregen, dass Google neuerdings versteckte Mikroskope in ihren smarten Wärmemeldern oder Rauchmeldern verschickt. Es ist wichtig meiner Ansicht nach, dass wir auch darauf achten, dass
Kinder und Jugendliche, dessen Bildungsbereich einfach was dafür getan wird, dass die Grundlagen gelegt werden, solche Sachen kompetent zu beurteilen. Weil gerade in der Tagespolitik sieht man, dass viele Debatten, Reaktionen und dann auch tatsächlich Gesetze einfach durch technische Ignoranz geprägt sind. So, nachdem ich dann meinem ganzen Bekanntenkreis mit diesem Thema gehörig auf den Nerven gefallen bin, über längeren Zeitraum hinweg, gibt es natürlich früher oder später zumindest die intrinsische Aufforderung, mach's halt besser, wenn es dich so stört. Gut, denkt man 2 Minuten drüber nach, relativiert sich ein bisschen, relativiert sich das ein wenig und man kann höchstens vielleicht was anderes versuchen, was möglicherweise auch Sinn macht. Gut, um es mal auf den Punkt zu bringen, was wollten wir? Erstens mal technische Grundlagen mit langen Halbwertszeit zu vermitteln, also eben nicht, wie bediene ich das Bildverarbeitungsprogramm du jour, sondern das, was sich in den letzten 40, 50 Jahren bei Computern nicht geändert hat, da gibt es einiges. Direkt anwendbares technisches Know-how vermitteln, was nützlich ist, was Spaß macht vor allem. Ein paar essentielle digitale Überlebensregeln vermitteln, sowas, wie man dem Kind sagt, bevor du auf die Straße rennst, halt an, guck nach rechts und links, was gibt es im digitalen Raum auch. Das kann man nicht größer weiter erklären, das muss einfach oft wiederholt werden, denke ich. Und vor allem, deswegen ist der grüne Kasten drum, Begeisterung und Selbstvertrauen zu wecken. Jeder, der immer vom Programmiervirus angefressen wurde, weiß wohl, was damit gemeint ist. Es ist ein gewisses Gefühl der Omnipotenz vielleicht auch, wenn man einem allgemeinen Computer gegenüber ausgesetzt ist, dass man die Maschine beherrschen kann und sie versteht, dass man prinzipiell alles damit tun kann. Und dass man realisiert, dass ein Computer viel mehr ist, ein viel potenteres Gerät ist, als einfach ein Gerät mit vielen Knöpfen, eine Appliance, die vorgefertigte Prozesse ablaufen lässt, wenn man die irgendwo drauf drückt. Das wiederum bindet auch wieder zurück auf den gesellschaftlichen Anspruch, denn das hat zum Beispiel Cory Doctorow 2011, glaube ich, einen vielbeachteten Vortrag gehalten, der hieß The War on General Computing, wo er beobachtet hat, dass halt es massive kommerzielle Interessen gibt, tatsächlich das Können und auch die Hardware, die das überhaupt möglich macht, einen allgemeinen Computer zu haben, der alles kann, abzuschaffen. Das sieht man heute mit den Handys, das sind praktisch Appliances, da muss man schon ein Superexperte sein, um damit kreativ noch umzugehen. Und man sieht das auch an tatsächlich Computern, wie zum Beispiel dem Schultablet, das ziemlich runtergelockt ist, womit man nicht mehr viel machen kann im Standard, wie das Ding halt kommt. Okay, Setup. Was haben wir gebraucht? 10 Laptops, die haben wir uns von dem sehr netten Verein Lab2Org geliehen. Dann haben wir 5 Schultablets, die Kinder sollten Schultablets mitbringen, wenn sie welche haben, genutzt. Dann hatten wir 16 Memory Sticks, ziemlich gute 64 Geek Sticks, die recht schnell sind, besorgt. Den Tipp haben wir uns von Lernstick-Projekt der Fachhochschule Nordwestschweiz geholt. Die haben sowas Ähnliches. Also die Dinger booten einen Standard Ubuntu mussten wir nehmen, weil die Schullaptops runtergelocktes BIOS haben mit Secure Boot Enabled. Das heißt, man braucht irgendeinen Kernel, der signiert ist von Microsoft. Und da war Ubuntu noch die beste Wahl. Dann natürlich eine Menge Mäuse, weil die Dinger kommen ohne Mäuse. Adapter, um die anzuschließen, eine Menge lose Komponenten, 2 Desktop-PCs, die noch im Keller lagen. Und natürlich Kinder. Offensichtlich, also wir legen großen Wert auf das Recht am eigenen Bild, deswegen seht ihr die Gesichter von denen nicht. Ich hoffe, die Stimmung vermittelt sich trotzdem ein bisschen, die haben tatsächlich alle gelacht. Außerdem, das sind die Räumlichkeiten des GZ Seebach, die da freundlicherweise für wenig Geld oder praktisch umsonst eigentlich zur Verfügung gestellt wurden, inklusive WLAN. Es waren 12 Teilnehmerinnen, 5 Mädchen, 7 Buben, 9x5. Klasse, 1x3., 1x6. Klasse. Und die waren alle ziemlich begeistert dabei. Also erst waren es 13, einer hat aufgehört, der war auch ein bisschen jung, der ist nur wegen guten Beziehungen in den Kurs gekommen. Nächstes Jahr will mein Sohn doch wieder teilnehmen. Und da hat also wirklich, da gab es 2 Mädchen, die ab und zu mal gefehlt haben, aber alle anderen waren wirklich super konstant dabei. Die haben niemals gefehlt. Okay, es fängt an mit der Geschichte, wie es hier weitergeht. Genau, also wir fangen an, das ist
einer dieser Computer, die ich da angebracht habe, der Desktop-Computer. Und wir haben das ein bisschen in eine Detektivstory reingebaut. Den habe ich halt unter mysteriösen Umständen gekriegt. Dabei ist er runtergefallen, da ist offensichtlich irgendein Geheimnis drauf. Und deswegen sieht er auch so ein bisschen kaputt aus. Ist auch ein bisschen kaputt. Das haben wir als Anlass genommen, erstmal was zum Anfassen zu bieten. Also ich finde das wichtig, dass die Kinder wissen, was ist eine CPU, was ist der Lüfter, wozu braucht es den Lüfter, weil die CPU heiß wird, weil das das Ding ist, was arbeitet. Das sieht man auf dem Handy, da ist auch was drin. Wenn ihr gamet, wird das Ding heiß. Dass sie wissen, was RAM ist, wie das aussieht, flüchtiger Speicher, nicht flüchtiger Speicher, Festplatte. Und eben auch zu vermitteln, dass diese Komponenten eigentlich in jedem Computer in irgendeiner Form noch vorhanden sind. Das war ein großer Erfolg. Also man musste die wirklich teilweise davon wegzerren, weil das Netzkabel noch drin steckte. Das haben die wirklich gerne gemacht, wie man hier vielleicht sieht. Dann hat sich das ein bisschen zu einer Spitzenjagd entwickelt. Also die Story, die haben wir eigentlich von Mal zu Mal uns weiter ausgedacht. Das war nicht so richtig komplett geplant von vornherein. Der Rechner fuhr dann nicht hoch, weil also da war halt ein Passwort, ein BIOS-Passwort gesetzt. Im CD-Einschubfach war dann dieser Zettel, wo dann Koordinaten drauf waren für einen zweiten Rechner. Dann stellt sich natürlich die Frage, Koordinaten, wo kriegen wir raus, wo das denn eigentlich ist? Dann kam die Idee, na gut, wir haben hier Internetanschluss und 10 PCs rumstehen, vielleicht hilft uns das Internet weiter. Das war dann die Möglichkeit, einfach mal tatsächlich am Rechner irgendwas zu machen, nämlich den Kindern mal auf StreetMap und SwissTopo neben Maps.google zu zeigen. Dann haben sie den Rechner auch gefunden, der praktischerweise mit Zufall im gleichen Gebäude versteckt war. Vorher musste man natürlich Dinger erstmal ins Netz kriegen. Es war kein WLAN-Passwort vorhanden. Ich hatte total vergessen zu fragen, was da das WLAN-Passwort ist. Und da gab es dann gleich den ersten Detektivauftrag. Passwörter ist immer das, was man braucht als Detektiv. Was machen Erwachsene mit Passwörtern, die sie sich merken müssen? Vorschläge? Papier? Aufschreiben, genau, irgendwo liegt ein Zettel rum. Ne? Da sind die auch selber drauf gekommen. Das war dort tatsächlich so. Die haben tatsächlich den Zettel gefunden. Was braucht man noch, wenn man sich einloggen braucht, neben dem Passwort? Man braucht die SSID, den Namen von dem Netzwerk. Wie findet man den, wenn es da mehrere gibt? Guckt mal, da ist der Hotspot. Das Signalstärke nimmt mit der Entfernung ab. Das heißt, das, was am stärksten ist, ist wahrscheinlich unser Netzwerk. Und so haben wir en passant ein paar so Grundlagen vermittelt. Nachdem dann der zweite Rechner hochgefahren war und der erste dann auch wieder, weil die ganzen Passwörter dann beisammen waren, war der nächste Schritt, dass auf diesem einen Rechner so der nächste Schritt in dieser Schnitzeljagd, in diesem Abenteuer versteckt war. Zu diesem Zweck mussten die Kinder eine Datei erstmal mit einem bestimmten Namen finden. Und in dieser Datei mit einem bestimmten Namen stand, sie müssen eine andere Datei finden, die nur dadurch identifiziert werden kann, dass in dieser Datei ein bestimmter String steht. Und zwar musste das tun in einem Verzeichnisbaum mit 64 Directories, 168 Files, 144 Megabyte. Die Dinge habe ich automatisch erzeugt, aber mit lauter interessanten Inhalten aus dem Netz. Ne? E-Books, Videos, Filme, lustige Körpergeräusche, alles, was den Kindern Spaß macht. Und dann waren die erstmal eine Weile beschäftigt, mit der GUI drin rumzuklicken und gucken, welche Anwendung geht auf, wenn ich auf ein bestimmtes File klicke, was gibt es denn da alles für Typen, sehe ich das an der Endung und sie haben auch mitgekriegt, wie ein Verzeichnisbaum strukturiert ist im Hierarchie. Dann war natürlich das Problem, in der Aufgabenstellung kommt man nicht weit, wenn man sich durch so einen großen Verzeichnisbaum klicken muss und schon gar nicht, wenn man einen String finden muss, der in dem Fall drin ist. Dann kam es ein Problem, das haben wir selber nicht gemerkt, natürlich war dieser Verzeichnisbaum nur auf diesem einen Rechner drauf, auf dem ja nicht alle gleichzeitig arbeiten können. Das heißt, der erste Job war tatsächlich die Bedienung der Kommandozeile, das haben wir einfach vorgegeben. Die haben sich einfach mit R-Sync diesen Verzeichnisbaum synchronisiert. Das ging erstaunlich gut, ohne dass vorher irgendwas erklärt hätte werden müssen, aber sie mussten es halt einfach mal fehlerfrei abschreiben. Dann haben wir gezeigt, wie man tatsächlich über die Kommandozeile sehr einfach eine Datei mit einem bestimmten Namen finden kann, und zwar deutlich schneller, als man das von Hand macht. Und schließlich mit grep, mit einem rekursiven grep, wie man einen Fall findet, wo ein bestimmter String drin steht. Also wir haben die recht frühzeitig ins Kommandozeileninterface reingeführt und das hat sich wie ein Faden durchgezogen. Also ich nehme das mal vorweg, das ist ein erstaunlich gangbarer Weg mit Kindern in dem Alter.
Was ist das? Ja, schließlich kamen sie dann zu diesem Fall hier, was wir gefunden haben. Was ist das? Offensichtlich ist das verschlüsselt. Das haben wir dann mal so als Cliffhanger stehen lassen und haben uns mal auf das World Wide Web fokussiert. Also erstmal grundlegende Browserbedienung, wenn man tatsächlich das mal erklären muss, findet man raus, dass ein Browser eine recht komplexe Sache ist, ein richtig kompliziertes Programm, wo es viele, viele bewegliche Teile gibt. Wie funktionieren die Tabs? Wie merke ich mir was mit Bookmarks? Es gibt eine History, da komme ich wieder zurück, wo ich war. Andere Leute können aber auch gucken, wo ich da war. Deshalb kann ich die History löschen, deswegen gibt es den Private Mode im Firefox. Die Aufgabe war dann, guckt doch mal raus, wo ich denn überall war, auf welchen Seiten, als ich eure Sticks eingerichtet habe, weil ich habe natürlich die History nicht gelöscht. Dann, das geht so in Richtung Selbstverteidigung, so ein Satz von Plugins, ohne die es einfach nicht geht. Ne? Ein guter Adblocker, uBlock Origin, ein Schalter, wo man JavaScript an- und ausschalten kann, HTTPS Everywhere, das wurde einfach so, wie du musst nach rechts und links gucken, ohne das weiter zu erklären, vermittelt. Mach das einfach, das ist gut. Cookie Manager auch. Das war natürlich auf den Stick schon alles eingerichtet, aber einfach das, ja, es gibt ein paar Sachen, die braucht man einfach, ne, wie ein Helm beim Skifahren. Man kann nicht alles erklären. So. Aber man kann ein paar Sachen erklären. Wozu ist denn das gut? Da gibt es ein paar lustige Sachen. Also wenn man zum Beispiel, immer so einen Adblocker drin hat und dann weiß man eigentlich gar nicht mehr, wie das ist, wenn man ihn ausschaltet. Wenn man ihn nicht ausschaltet, dann meckert das Ding ab und zu mal. Ne? Also das ist eigentlich ganz lustig und das ist eigentlich eine Lüge, oder? Tagesanzeiger lügt dich an, nur verfügbar für Leute, die Geld zahlen. In Wirklichkeit geben sie es eigentlich umsonst weg, aus Gründen der Marktsegmentierung nehme ich an. Und das merkt man aber gar nicht, wenn man einen Adblocker dran hat. Beim Spiegel wird es noch ein bisschen, Spiegel Online, wird es noch ein bisschen skurriler. Muss ich das wieder ausschalten hier? Gucken, ob das jetzt immer noch funktioniert. Der macht mal so. Ja genau. Bitte deaktivieren Sie Ihren Adblocker. Also ich habe ihn gerade. Also ich habe ihn deaktiviert und dann kommt die Aufforderung, ihn zu deaktivieren. Wenn ich ihn wieder aktiviere, dann geht das Ding weg. Ne? Ich habe das Ding ausschalten auch. Also, ne, das Web ist verwirrend, ist vermutlich die Message dahinter. Und man muss halt einfach mal alle möglichen Sachen probieren. Man versteht nicht alles sofort. Dann haben wir uns Webseiten angeschaut. Und zwar haben wir mal gesagt, was passiert, wenn man hier Ctrl-Shift-I drückt, dann geht der Debugger auf. Wozu kann man das gebrauchen? Naja, geht doch mal auf, sucht mal eure Lehrer in den Startpage.com oder sowas. Dann kommen Sie hier, ich habe jetzt hier, ich weiß nicht, ob das okay ist, mit dem Film von dem echten Namen oder sowas, Ihnen gezeigt, wie Sie einfach im Debugger, in den Developer-Tools, können Sie halt einfach mal den Namen Ihres Lehrers ändern. Das ist jetzt noch eine ziemlich nette Änderung von mir hier und ich glaube, der Herr Cimino, für den ist das okay, der ist Informatiklehrer und der ist ziemlich cool. Ich hoffe, dass das okay ist für ihn. Also da gab es so ganz andere Namen, die Kids sich ausgedacht haben. Und das war natürlich der Renner. Hey, wir haben das Internet geändert und die Lehrerin heißt jetzt so. Und natürlich die offensichtliche Aufklärung, ja, das habt ihr jetzt nur lokal gemacht und andere Leute sehen das immer noch so, wie es vorher war. Das hat der Begeisterung war nicht viel abträglich, der Begeisterung. Weil so gefühlte zwei Sekunden später kam die Idee, naja, ich kann es ja trotzdem meiner Lehrerin zeigen. Also sowas ist voll Erfolg so. Gut, dann Thema Suchmaschinen, gibt gute Gründe, Google zu vermeiden. Sie wissen das alle hier. Was kann man als Alternativen nehmen? Dann ein bisschen, was gibt es denn für Suchoperatoren, dass man gezielter Sachen findet, die man sucht. Zum Beispiel hatten wir dann eine Musiksuche. Hier, das geht auch mit Startpage, aber das ist jetzt hier zum Vorführen besser mit Google, weil man das ein GET-Request ist und man die Parameter in die URL schreiben kann. Da kriegt man dann halt die Lieblingsmusik. Das heißt, sie konnten dann auf diese Art und Weise alle ihre, ich spiele es doch nicht ab, konnten dann tatsächlich total viel von ihrer Lieblingsmusik sofort finden und dann auch von Lautstärke stellen. So, zurück zum Detektivfall. Wisst ihr, wie der Browser funktioniert? Jetzt haben wir hier so einen Code, was macht man denn da? Naja, man kann natürlich anfangen, irgendwie das Informatikbuch zu lesen über Codes, was mit alten Römern anfällt, oder man sucht das halt einfach. Ne?
Oben Rot 13, kennen die meisten wahrscheinlich, ist ein Cäsar-Schiff, wo einfach die Buchstaben um 13 verschoben sind. Das ist irgendwie total bekannt oder Klassiker. Das haben sie dann gefunden. Das war ein Mighty, hat tatsächlich das Ding in Google Translate gehauen. Super Idee, hat nicht funktioniert, war ein bisschen enttäuscht von Google, dass das nicht kann. Aber es gibt natürlich Webangebote, die das machen. Ne? Und das ist die entschlüsselte Nachricht und die führt dann zu einer Webseite. Und auf dieser Webseite, ist wieder irgendwas? Ist auf dieser Webseite, geheime Informationen, die offensichtlich unter dem Top-Secret-Schild sind hier. Jetzt, da gab es natürlich die ganz Schlauen, mit denen man nicht rechnet, die machen dauernd einen Reload und stehen dann sogar vor und gucken ganz genau und können natürlich sehen, was dann dahinter ist, weil, ja, wegen der Latenz halt irgendwie. Die Idee war natürlich, dass sie halt die Debugger aufmachen und vielleicht mit Quelltext nachgucken oder dass sie JavaScript ausschalten. Was da aber nicht funktioniert hätte, sieht man jetzt hier nicht so richtig, glaube ich, weil da halt dann XXX steht, weil die tatsächliche URL tatsächlich auch von JavaScript erzeugt wird. Später hat sich dann herausgestellt, dass die einfachste Art und Weise, das zu machen, ist tatsächlich wieder mit dem guten uBlock Origin einfach dieses Element zu blocken und dann kommt man auf die nächste Webseite. Also Schnitzeljagd zieht sich durch. Ja. Dann hat man einen kleinen, dann haben sie gemerkt, ja, oder beziehungsweise sie haben sie ein bisschen reingeschubst, das ist immer die gleiche Domain, sciencedata.ch, ist ja interessant, was ist denn das für eine Domain? Dann haben wir ihnen mal Whois gezeigt, weil, was man auch immer sieht bei so Ratgebern für Kinder, wie unterscheiden sie zwischen guten News und Fake News und vertrauenswürdigen Quellen und so. Also auch oft fehlt es einfach mal Whois zu tippen. Klappt nicht immer, aber öfter mal gibt es dann Informationen. Und dann haben sie rausgefunden, hey, das bist ja du. Hey, ihr habt mich enttarnt. Ich bin Mitglied dieser ominösen Organisation. Wir haben ja zwei Organisationen in dem Dings, die Guten und die Bösen, das ist natürlich die Guten. Soweit. Jetzt ein bisschen anderes Thema, oder das nächste Thema sozusagen. Das hat sich während des Kurses ergeben, da bin ich drüber gestolpert, das habe ich vorher nicht gesehen. Capture the Flag ist ein Trainingsformat für Computersicherheitsfachleute. Ja? Da treffen die sich und in irgendeinem Computer sind irgendwelche Lücken und es gibt eine Aufgabenstellung und die müssen ausgenutzt werden und dann findet sich, mit dem, wenn man die Rechte sich beschafft hat, auf diesem fremden Computer ein String, die sogenannte Flag, und wenn die richtig ist, gibt es Punkte. Und die Xelle Apreville, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, die hat das erfunden, offensichtlich für ihre eigenen Kinder und auf Französisch zur Verfügung gestellt, wunderbar. Ich habe ein paar davon übersetzt und wir haben das eingesetzt und das war richtig gut. Das besteht einmal aus so einem Framework, das was auch die Profis benutzen, das halt so die Aufgabe und die Punkte verwaltet und wo die Aufgaben angezeigt werden. Und eben die Arbeit von Cryptax, das Junior CDF, wo sie halt eine Menge so Stories gemacht hat mit einfachen Aufgaben, die jetzt nicht dazu speziell sind, irgendwelche Sicherheitslücken auszunutzen, sondern einfach um Unix und Bash zu lernen. Könnte ich mal kurz zeigen, wie das aussieht. Das ist hier, nee, kann ich nicht zeigen, ich habe keine Zeit mehr, das ist ein bisschen doof jetzt hier. Das war ein Fehler. Mir fehlt die Zeit, um das live vorzuführen, aber es ist halt so gelaufen, dass die Remote-Computer, ist ja irgendwo eine Übersicht, oder? Dass die Remote-Computer realisiert waren als Docker-Container auf einem dieser beiden Desktop-PCs, die wir da stehen hatten. Und es läuft halt so, dass sie sich über die Kommandozeile mit SSH dort einloggen und dort eine Aufgabe lösen, die darin besteht, dass sie halt Verzeichnisstruktur, dass sie sich in der Verzeichnishierarchie bewegen, dass sie bestimmte Sachen suchen können, dass sie die History mal abrufen, um zu gucken, was derjenige, der vorher was gemacht hat, was der da gemacht hat. Und da gab es dann halt immer die Flag für. Und das war, also ich kann es nochmal betonen, die waren da absolut begeistert von. Vermutlich, weil das halt auch so einen Touch von Realität hat. Ich logge mich wirklich auf einen anderen Computer ein. Ich habe nicht eine bunte Umgebung, die offensichtlich künstliche Spielumgebung ist, sondern das hat irgendwie so einen Touch von Realität.
So, dann, ja, es ging halt immer ein bisschen kreuz und quer. Wir waren bei anonymem Surfen, da fehlt ein M. Wir haben auch ziemlich viele Videos verwendet. Das ist hier eins von Alexander Lehmann. Wer sich dafür interessiert, googelt den mal auf YouTube. Der hat ein paar gute Erklärvideos. Dann haben wir den Kids gezeigt, da gibt es Seiten, die halt einem anzeigen, was sie über einen wissen. Also vor allem auch die IP-Adresse und die daraus abgeleitete Location. Dann haben wir ihnen einen Tor-Browser gezeigt und sie sollten einfach mal vergleichen, was denn da angezeigt wird. Das war auch sehr lustig, weil die ganze Runde hat dann gesagt, wo sie gerade sind. Ne? Alles Niederlande, Nigeria, Kanada. Einer war enttäuscht, der war in der Schweiz. Der hat halt den Exit-Note von der digitalen Gesellschaft erwischt. Hat man dann gleich wieder erklären, müssen Werbung machen oder so. Ja, wer ermöglicht uns denn, uns anonym zu bewegen? Kostet ja auch Geld, ist ja auch anstrengend. Es gibt halt Leute, die sozusagen auf unserer Seite sind und sich darum kümmern und helfen. Dann haben wir geguckt, was passiert denn, wenn wir jetzt im Tor-Browser googeln? Was passiert, wenn wir da suchen, Sachen suchen? Das ist auch ganz interessant, weil es passieren die tollsten Sachen, also die Suchergebnisse ändern sich, wo man ist. Einer, der war in einem arabischen Land, da waren dann plötzlich die Schriftzeichen waren dann von rechts nach links in der Suchmaske. Ne? Aber erstaunlich viele also konnten auch überhaupt nichts machen, weil sie entweder durch 10-minütige Captchas irgendwie geleitet wurden, beziehungsweise oder Google hat auch gesagt, nee, kein Service, du bist mir suspekt. So, dann noch ein Punkt war ein Man-in-the-Middle-Angriff. Das ist, das kann man nicht lesen, das ist dieses Google in der Adresszeile hier. Und wir haben den Kindern gesagt, ja, der Internet Explorer 11, der auf euren Windows-PCs drauf ist, der ist nicht so prickelnd, man kann auch einen Firefox installieren. Wenn die im Schulnetz im Firefox nach Google gehen, passiert das hier. Diese Verbindung ist nicht sicher. Das liegt daran, dass die Swisscom im Auftrag der Schulen tatsächlich die HTTP, die SSL-Verschlüsselung aufbricht und das Ding praktisch zensiert. Natürlich als Antwort auf schlimme Bilder, die die Kinder besser nicht sehen. Und beim Firefox, also die Maschinen sind modifiziert, da ist ein Root CA drauf, der hat ein gefälschtes Zertifikat von einer amerikanischen Überwachungsfirma akzeptiert. Aber der Firefox, der bringt seine eigenen Root CAs mit und merkt halt den MIT-Angriff. Das ist alles ein bisschen, das ist, in der Komplexität lässt sich natürlich nicht vermitteln, lässt sich nicht erklären, aber immerhin wissen sie, oh, da ist was komisch, wenn das ist. Wir haben Erfahrungen, wie sieht das aus, wenn ich in eine Mittelattacke ausgesetzt bin. Und dann bietet sich natürlich auch gleich wieder der pädagogische Dreh an, ja, warum machen die das? Natürlich haben sie die besten Gründe, hat schon mal jemand was Schlimmes gesehen im Netz aus Versehen? Da gingen ein paar Hände hoch, ne? Von wegen schlimmer Unfall Arm ab oder irgendwas Perverses, habe ich näher weitergefragt. Und da kann man natürlich auch Tipps geben, was mache ich denn dann? Also Family-Einstellungen, Self-Search-Filter und so weiter. So, dann kam das Finale. Gab es noch eine Mail aus dem Hauptquartier hier. Da mussten sie halt nochmal eine letzte Capture the Flag Aufgabe lösen und dann auf diese Webseite gehen. Und das ist nicht die Webseite, die sie gesehen haben. Die Webseite, die sie in Wirklichkeit gesehen haben, das klappt jetzt hier natürlich nicht, weil ich wissen die IP-Adresse von hier nicht. Aber das geht so nicht. Moment. Die Webseite, die sie gesehen haben, war diese hier, Access Denied, der kommt aus der Schweiz, der ist Swisscom, euch trauen wir nicht. Da mussten sie darauf kommen, okay, dann nehmen wir halt einen Tor-Browser, und dann haben sie einen Tor-Browser genommen, und dann haben sie halt, wo ist es denn? Ah, ich habe es verloren. Dann haben sie das hier gesehen, und Username und Passwort haben sie halt aus dem Capture the Flag geholt sich, und ich hoffe, ich habe das jetzt richtig, mal helfen sollen. Und das Passwort war. Oh je. Nein, einfach nur, okay? Ja. So, ich save das mal.
ja sicher. Dann haben sie ja drauf gedrückt. Und dann wird die Meldung, die zeigen sie jetzt einen Fall gelöst, oder? Und dann erfolgt die Meldung und dann müssen sie ein bisschen warten. Und dann warten sie noch ein bisschen. Und dann ist die Verhaftung der Daten ein bisschen erfolgreich gewesen. Und dann haben wir uns das hier überlegt. Gerade erreicht uns eine Eilmeldung der Polizei. Ja? Soeben wurden zwei seit langem gesuchte Mitglieder der Organisation Datenkrake festgestellt. Das war vorher. Dann kommt noch die Danksagung. Vielen bei Facebook, der im Oktober bekannt wurde. Die Polizei dankt besonders den Computerdetektiven für ihre hervorragende Arbeit. Waren die glücklich? Das sind Sachen, die ich nicht erwähnt habe, weil sie nicht funktioniert haben. Wir hatten eine Scratch, kennt man vielleicht, so eine blockorientierte Programmiersprache, wo man grundlegende Programmiertechniken wie Schleifen und so lernen kann, indem man so grafisch Blöcke aneinander klebt. Das hatten wir ausprobiert, das fanden die irgendwie nicht so toll. Das hat sich teilweise in der Schule gemacht, hat sich nicht bewährt. Nächstes Mal probieren wir mal Teufel aus. Kommandozeile funktioniert, finden die gut, erstaunlicherweise. Online-Spiele sind die Pest, oder? Wenn irgendjemand fertig war, besonders von der Jungs-Clique, Buben, dann sind sie sofort zu 1001spiele.de gegangen und haben irgendwie angefangen zu zocken. Das heißt, wir sind teilweise rumgelaufen, nur Laptops zugeklappt. So. Also nächstes Mal müssen wir vielleicht mal was filtern. Nochmal Junior-CDF, CTF ist eine absolute Geheimwaffe, das bauen wir nächstes Mal noch aus und werden auch versuchen, halt die Story da besser einzubinden, dass das nicht plötzlich James Bond ist. Aber okay, jetzt sind noch die Danksagen nochmal an Lab2Org für die Laptops. Falls irgendjemand wo arbeitet, wo ältere Laptops anfallen, nicht älter als 8 Jahre oder so, geht mal zu Lab2, die schicken in die dritte Welt und rüsten Computerdetektive in Afrika aus. Jetzt hält selber für die Räumlichkeiten und natürlich an die ganzen Computerdetektive. Gut, fertig. Wir haben vielleicht noch ganz kurz Zeit für eine Frage. Nachher geht es nämlich weiter in der Viertelstunde mit den nächsten Vorträgen. Eine rasche Frage. Dann danken wir dem Ja, wenn ich schon darf. Vielen Dank, das war sehr, sehr inspirierend. Und ich habe eine technische Frage, die ganze Kommandozeilengeschichte. Das gehört jetzt für mich intuitiv nicht zu den Dingen, die seit 40, 50 Jahren gleich sind. Also die Kommandozeile vielleicht ja, aber die ganzen Befehle sind doch sehr spezifisch. Was war der Gedanke, den Schülern auch das beizubringen? Naja, es ist halt so, dass nur wenn man mit dem Computer über Sprache kommuniziert, also sprich irgendwas irgendwo eintippt, kann man tatsächlich das Ding auch beherrschen. Ansonsten ist man immer an das gebunden, was der Programmierer gedacht hat, was passiert, wenn man auf den Knopf drückt. Man ist da durchaus mächtiger. Und doch, ich weiß nicht, wie alt die Bash ist, aber ich denke, 40 Jahre wird sie schon haben, oder? Ja. Wir haben uns auch bemüht, die Terminals halt natürlich schwarz auf grünem Grund zu machen, damit das irgendwie retro aussieht. Ne? So. Also, was hier auf dem Laptop ist, das ist tatsächlich der gleiche Gnome-Setup, was die Kids halt machen. Ja, danke vielmals für diesen inspirierenden Vortrag und ich hoffe, dass da möglichst viele Schüler und Studierenden zukünftig davon profitieren können. Also der nächste Kurs startet am 14. März, so 3 Plätze noch frei.